Sie ist in der absoluten Weltspitze angekommen, gehört zu den Shining Stars der internationalen Damengolfwelt. Caroline, genannt Caro Masson, 26 Jahre jung aus Gladbeck. 2012 gewann sie die South African Open. Mittlerweile spielt sie ihre dritte Saison auf der LPGA Tour. Ihr größter Erfolg, der Gewinn des Solheim Cups 2013. Caro Masson ist auf der Überholspur unterwegs. Mein Leben hat sich in den letzten 3 Jahren auf jeden Fall verändert. Natürlich der große Sprung nach Amerika war so die größte Veränderung und sicherlich auch für mich die wichtigste. Es läuft alles ganz gut soweit. Vorausgegangen war mein Turniersieg in Südafrika, der so ein bisschen Voraussetzung auch war für mich, diesen Schritt zu wagen. Und es hat sich eigentlich alles in die richtige Richtung entwickelt. Und jetzt schaue ich natürlich, dass das hoffentlich in den nächsten Jahren so weitergeht. Wir treffen Caro Masson in Bad Griesbach, dem Golf-Eldorado im Südosten Bayerns, und spielen ein paar Löcher mit ihr. Sie ist offen, sympathisch, selbstbewusst und zielstrebig, allesamt Eigenschaften, die Frau mitbringen muss, um in der weiten Welt des harten Profigeschäfts bestehen zu können. Auf der LPGA-Tour, der Königsklasse im Damengolf, herrscht ein knallharter Wettbewerb. Das Niveau wird von Jahr zu Jahr besser und ich muss mich auch nicht anstrengen, aber ich weiß gleichzeitig auch, wenn ich gut spiele und wenn ich mein Potenzial so ausschöpfen kann, dann kann ich auch vorne mitspielen und das ist eigentlich ein cooles Gefühl. Schön war auch irgendwie zu sehen, dass ich mir so ein bisschen mehr Respekt erspielen konnte. Also es ist wirklich so, dass wenn man ein paar gute Turniere abgeliefert hat und gute Ergebnisse und sich irgendwie einen Namen gemacht hat, dann merkt man das im Umgang mit den anderen Spielerinnen und alles in allem, glaube ich, hilft es, dass man sich einfach etwas wohler fühlt auf der Tour. Den größten Erfolg ihrer Karriere feierte Caro beim Solheim Cup 2013 beim historischen Sieg der Europäerinnen auf amerikanischem Boden. Ja, es war auf jeden Fall ein Riesenerlebnis und bestimmt auch eigentlich so die beste Woche, die ich hatte als Golfer. Also es hat unheimlich Spaß gemacht. Wir waren ein tolles Team, haben uns sehr, sehr gut ergänzt, haben natürlich auch in der Woche wirklich gut gespielt. Also alles lief wirklich für uns und das sieht man, denke ich, auch am Ergebnis. Und war natürlich toll, Geschichte zu schreiben, das erste Team zu sein, das auf amerikanischem Boden gewinnen kann. Und es war auf jeden Fall was ganz Besonderes. Deswegen steht es an oberster Stelle, dann beim nächsten Solheim Cup auch wieder dabei zu sein. Der Solheim Cup ist das Pendant zum Ryder Cup. In diesem September wird er erstmals in Deutschland ausgespielt, in St. Leonroth vor den Toren Heidelbergs. Ein Jahr zuvor fand ein aufmerksamkeitsstarker Promotion-Event statt. Klar, dass auch Caro dabei war, um die Werbetrommel für dieses absolute Highlight der Damengolfwelt zu rühren. Tagsüber im sportlichen Outfit, auf der Gala dann in angemessener Abendgarderobe ganz in Schwarz. Am Morgen danach kam es dann auf der Anlage des Golfclubs St. Leonroth zum großen Showdown. Spielerinnen aus den USA und Europa begeisterten mit ihren Künsten das Publikum, unter ihnen auch Caro Masson und Sandra Gahl, Deutschlands beste Poetin. Sie alle hatten golfspezifische Aufgaben zu meistern, eine riesen Gaudi für alle Zuschauer, aber auch für alle Spieler und Spielerinnen. Golf mal ganz anders zeigt, dass auch Golf richtig cool sein kann. Ja, war super, war cool. Eine ganz neue Aktion, die wir sonst so auch ja noch nicht gemacht haben. Es war super aufgezogen, so extrem interessant, glaube ich, für die Zuschauer. Es waren viele Leute vor Ort und wir wissen, was für ein Potenzial in Deutschland als Standort für einen Solheim Cup steckt und hoffen natürlich, dass wir alle zusammen jetzt in dem nächsten Jahr gute Arbeit leisten können, damit wir das Event auch so promoten, wie es sein soll, weil es ist wirklich ein ganz, ganz tolles, emotionales Event und ich glaube, wenn wir da einen guten Job machen, dann schaffen wir das auch wirklich, eine tolle Bühne für einen Solheim Cup zu stellen und dann wird das auf jeden Fall ein Erfolg. Caro Masson ackert jeden Tag, um bei diesem ganz großen Highlight im September diesen Jahres mit abschlagen zu dürfen, dem Kräftemessen der besten 12 Spielerinnen zweier Kontinente, dem Solheim Cup 2015 in St. Leonroth. Ja, das ist dann irgendwie nochmal so die Krönung. Solheim Cup ist eh schon super und dann natürlich noch in Deutschland ist wahrscheinlich eine einmalige Sache in meiner Karriere. Insofern, klar, steht es ganz oben auf der Liste. Ich muss mich qualifizieren. Es ist das ganz große Ziel und ich werde Gas geben und möchte natürlich dann in St. Leonroth dabei sein. Der Blick ist fokussiert, alle Konzentration gilt dem Golfsport. Weitere Ziele sind dabei fest im Visier. Sicherlich
ist der erste Turniersieg auf der LPGA ein großes Ziel fürs nächste Jahr. Dann der Solheim Cup, also ich glaube, an Zielen mangelt es nicht, aber es steht im Vordergrund einfach, mich weiterzuentwickeln, mein ganzes Spiel zu verbessern in allen Bereichen und da hart zu arbeiten. Und ich bin motiviert und hab große Ziele vor Augen, Solheim Cup, Olympia, und deswegen denke ich, dass es auf jeden Fall in die richtige Richtung wieder gehen wird. Unsere kleine gemeinsame Golfrunde neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. Wir hatten viel Spaß mit der äußerst sympathischen und sehr bodenständigen Caro Masson aus Gladbeck im Norden des Ruhrpotts gelegen. Sie wird ihren Weg gehen, keine Frage, auf dem Golfplatz, aber auch darüber hinaus im privaten Leben. Ja, ich denke, ich muss mir da noch nicht den großen Stress machen eigentlich. Ich bin zufrieden mit meinem Leben, wie es jetzt so ist. Mein Freund ist ja auch mein Caddy gleichzeitig und wir reisen zusammen. Insofern ist es natürlich wirklich angenehm und sehr schön. Und alles Weitere werde ich einfach mal abwarten, mal schauen, wie es läuft. Man weiß ja nie, was wirklich passiert. Und will mir auf jeden Fall noch 10 Jahre geben auf der Tour. Ich denke, 35 ist ein gutes Alter, um dann nochmal einfach zu schauen, wo man steht. Und genieße das jetzt soweit, aber freue mich sicherlich dann auch auf ein Leben nach der Golfkarriere irgendwann mal. Vielen Dank, Caro, für deine Zeit. Wir wünschen dir bei allem, was da noch kommt, nur das Allerbeste.